Willkommen in Dell TV. Hier seht ihr das Apple iPhone 4S und den Vorgänger Apple iPhone 4. Einmal natürlich in Weiß und in Schwarz. Von außen werden sie nicht unterschiedlich sein eigentlich. Also das Weiß und Schwarze sieht auch beim 4S auch genauso aus. Deswegen könnt ihr hier die Farben auch schon mal vergleichen. Ihr könnt sehen, wenn man es von hinten anschaut, fast keinen Unterschied. Das 4S hier auf der linken Seite in Weiß, das hat eine bessere Kamera, 8 Megapixel diesmal, und soll auch im Dunkeln bessere Fotos schießen. Dann schauen wir uns doch mal hier die Geräte im direkten Vergleich an von der Seite, wie ihr sehen könnt. Hier seht ihr den Unterschied, wir haben jetzt hier den Strich und dieser Lock-Button ist auch etwas nach unten gerutscht bei dem neuen und ansonsten beim Anschluss hier unten natürlich auch gar kein Unterschied und von der Dicke her auch nicht. Das neue iPhone 4S hat keinen Strich oben mehr und auf dieser Seite erkennt man auch eigentlich gar keinen Unterschied. Von vorne habt ihr beide gerade eben schon gesehen, wirklich 0, nichts, dass man von außen unterscheiden könnte eigentlich. Und wenn wir beide anmachen, das Display ist eigentlich auch so ziemlich genau gleich. Hier könnt ihr es sehen, wir haben auf der linken Seite jetzt eine etwas dunklere Helligkeit ausgewählt, die besser für das Video ist. Aber mit dem 4er werden wir uns jetzt hier gar nicht beschäftigen, beziehungsweise ich kann euch kurz demonstrieren beim Webseitenaufruf, wenn wir jetzt Safari bei beiden aufmachen. Und dann sagen wir mal, wir machen eine neue Seite. Beziehungsweise, das war jetzt falsch, Cancel, neue Seite hier unten, New Page, auch bei beiden, und dann geben wir hier ein, sagen wir mal, was ganz kurzes, einfach newyorktimes.com, hier auch, newyorktimes.com und dann klicken wir auf beiden gleichzeitig auf Go. Beide sind über WLAN drin und Go. Dann können wir anschauen, welches lädt schneller. Links iPhone 4S deutlich schneller als auf der rechten Seite das andere und aber ansonsten beim Lesen wird es keinen Unterschied geben, bis auf die Displayhelligkeit, wie schon gesagt, beim Rechnen ist gerade etwas heller, aber ansonsten wirklich angenehm zu benutzen, beide und ja. Machen wir doch hier mit dem 4S-Test weiter. Wahrscheinlich wird euch am meisten Siri interessieren. Wir können hier nämlich zum Beispiel Spracheingaben machen. Es wurde zwar schon auch gehackt, dass es auf dem 4 funktioniert, aber da funktionieren die Spracheingaben noch nicht. Und jetzt fragen wir das iPhone doch mal irgendwas. Wir müssen hier nur auf der Mitte nochmal draufdrücken. Und zwar, besuche bitte endevil.com. Hier ist deine Nachricht. An wen soll ich sie senden? Ah, anscheinend hat das iPhone schon vorhin mitgehört, was ich gesagt habe und probiert jetzt auch hier, wie unten sehen können, mitzuhören, was ich hier gerade sage. Aber wir haben ja keine Kontakte in dem Gerät vorerst drin, von daher, wenn ich aufhöre zu reden, wird er was ganz Komisches machen. Probiert zu verarbeiten, aber es war natürlich nicht an das iPhone gesprochen, gerade was passiert ist und wir haben auch keine SIM-Karte drin. Ich kann probiert nicht in deinen Kontakten finden. Machen wir was anderes. Wie ist das Wetter in München? Es wird überwiegend nass sein. Das ist doch mal sehr praktisch, oder? Gehe bitte auf endevil.com. Nach endere.com suchen. Fast, endevil kennt er anscheinend noch nicht, aber immerhin, wie ihr sehen könnt, es wird gleich auf Google gesucht. Leider kann man keine Location-Based Services vorerst mit Siri benutzen, das heißt, wir können jetzt nicht zum Beispiel schauen, in welcher Straße sind wir. Google Maps kann man also noch nicht verwenden. Du hast an diesem Ort nichts in deinem Kalender. Wo befinde ich mich? Und die Sprache. Ich verstehe leider nicht, was du mit wo befinde ich mich meinst. Interessant, auf Englisch funktioniert das, also in Amerika kann man bei Google Maps schon nach interessanten Sachen suchen, aber es gibt auch teilweise interessante Antworten auf interessante Fragen, wenn ich zum Beispiel frage, willst du mich heiraten? Das ist nett von dir, kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Ja. Ich denke auch.
Also wie ihr seht, man kann auch mit dem Handy einfach über sinnlose Sachen kommunizieren. Aber ansonsten zeigen wir euch noch kurz die Kamera, wie schön es hier Bilder und Videos macht. Es wird auch schon etwas dunkel, sehr praktisch, denn wir haben also nicht mehr ideale Voraussetzungen für Fotos und Videos. Und das Display ist gerade etwas nicht unbedingt hell, aber wie ihr sehen könnt, wir haben hier gerade die iPhone 4 Box vor uns. Und ich habe zwar hinten noch die Folie drauf, aber trotzdem kann man schon alles wunderbar erkennen, wenn ich jetzt auf Foto gehe. Schaut das Ganze etwas anders aus. Wir sind etwas weiter weg, das heißt beim Video ist man generell etwas näher immer dran. Aber wenn ihr sehen könnt, wenn ich in die Ferne schaue, ist das Bild auch völlig okay. Und vor allem, es reagiert super schnell, wenn ich jetzt das Ganze hier umdrehe, dass ihr mich seht. Im Bild etwas heller natürlich, aber das auch wirklich super schnell, auch wenn hier dann keine Full-HD-Videos aufgenommen werden können. Gehen wir zurück auf Video und dann kann ich hier euch noch kurz zeigen, wir können nämlich, wenn wir das Ganze wieder umdrehen, hier auch auswählen, dass das Licht immer an ist, wie auch schon beim Vierer. Und dann sehen wir natürlich etwas mehr von dem, was sich hier hinten befindet. Und zwar jetzt da gerade hinten nichts, aber hier ja, ist immer noch die iPhone 4S Verpackung. Und ja, das Interessante ist, wir haben weniger Speicherplatz zur Verfügung bei dem iPhone, wenn wir hier nämlich auf Einstellungen gehen und einfach in General anschauen. Was das iPhone so kann, steht hier 13,3 GB available. Wir haben noch nichts gemacht, keine Videos gedreht, keine Fotos gemacht oder sonstiges. Also 13,6 GB Kapazität bei einem 16 GB Gerät. 14,4 war bei dem vorherigen verfügbar. Wir haben vorhin ein paar Bilder aus dem Internet runtergeladen, damit wir hier euch hier ein bisschen demonstrieren können, wie schnell das mit dem Browsen geht bzw. drehen. Natürlich wunderbar. Zoomen kann man auch immer noch. Sehr schön. Bis zu einer maximalen Größe. Das ist jetzt ein 600x500 Bild, aber wie ihr sehen könnt, immer noch sehr, sehr, sehr flüssig. Und dann gehen wir doch hier in Notes und dann zeigen wir euch doch schnell hier noch die Tastatur. Hallo, wie geht's euch? Natürlich wunderschön. Ich kann jetzt allerdings hier keinen Punkt erkennen. War das schon immer so? Das weiß ich gar nicht. Wir haben jetzt natürlich das Ganze auf Englisch gestellt, deswegen bessert ihr hier ein paar Wörter aus, aber anscheinend kann man auch Hallo, wie geht's euch? Diktieren und dann müsst ihr es auch erkennen und schreiben, außer er denkt natürlich, wir sind auf Englisch. Machen wir das Ganze nochmal. How are you doing? Und dann sollte er das, genau, sieht, auf Englisch funktioniert es wunderbar. Das muss man natürlich hier unten ändern, welche Sprache man gerade benutzt. Und dann sollte es kein Problem sein. So, was haben wir hier noch? Natürlich, das sind die Standard-Apps, das wollte ich euch sowieso zeigen. Es wird auch schon hier das hier eingestellt, dass man einen Ordner hat, damit die Leute sich schon mal damit bekannt machen. Und es gibt ganz neu hier ein Newsstand. You can download magazines and newspapers from the App Store. Das heißt, man kann sich hier sofort Magazine und ähnliches runterladen, gratis teilweise natürlich zum Testen und dann auf dem iPhone 4S lesen, aber das geht in allen iOS 5 Geräten eigentlich. Dann schauen wir noch, was wir noch so haben. Den Browser wollte ich noch ganz kurz demonstrieren, wenn wir schon mal vorhin drin waren bei New York Times. Wir haben hier nämlich endevil.com gleich auch noch offen gehabt. Und dann könnt ihr hier unten sehen, wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf ein YouTube-Video gehen, das heißt, wir müssen einen Artikel aufrufen. Und dann hier unten müsste es ein YouTube-Video geben, dann wird natürlich gleich nicht Flash abgespielt, weil Flash kann das iPhone 4S immer noch nicht, sondern der Player aufgemacht und dann das Video hier übertragen. Und dann kann man natürlich auch Fullscreen machen, noch ein bisschen kleiner machen, vorspulen, zurückspulen und so weiter und so fort. Und ja, anscheinend ist die Internetverbindung gerade etwas lahm, aber das war es eigentlich schon von dem Test von dem iPhone 4S. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Devil TV. Ich hoffe, es hat gefallen. Wie ich euch die Grundeinstellungen vorgestellt habe und ich wünsche euch viel Spaß mit dem 629 Euro teuren, gerade neuen Device, das wirklich endlich auch Siri kann und eine schöne neue Kamera mitbringt. Bis zum nächsten Mal, mein Name ist Balazs Gál.